So, guten Morgen. Ich sitze hier gerade irgendwie an der Steuerplatine von einer Waschmaschine. Und da sind folgende Bauteile defekt gegangen. Wir haben hier eine Spule und ich gehe ein bisschen dichter ran. Vielleicht kann man das sehen. Die Spule ist dort geplatzt. Dann haben wir ein defektes IC. Das ist ein Spannungsregler, der kleine LM. Der hat ein Loch drin, der ist durchgebrannt. Aufgrund dessen, weil die Spule kaputt gegangen ist. Aufgrund einer zu geringen Leistung der Spule. Zusätzlich ist ein Widerstand kaputt gegangen. Dieses Ganze kann man hier tauschen, das heißt, ich habe jetzt hier das IC ersetzt, zusätzlich die Spule und einen Zementwiderstand eingebaut, 22 Ohm mit einer etwas größeren Leistung. Statt 3 Watt, die original eingebaut waren, habe ich jetzt 4 Watt eingebaut. Ja, und damit sollte die Schaltung wieder laufen. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Alle anderen sagen schon wieder, Schaltung kann man nicht tauschen, kann man nicht reparieren. Ich kann euch nur sagen, es geht. Ihr müsst nur halt ein bisschen vorsichtig sein beim Arbeiten. Zusätzlich habe ich hier in dem Bereich, wo das IC auch wärmer wird, etwas mehr Material aufgebracht, etwas mehr Lot aufgebracht und oben ebenfalls auch noch die Kontakte dort auch miteinander verbunden. Das sind alles Massekontakte, das heißt, da kann man ruhig ein bisschen Masse auch, also Lötzinn aufbringen. Diese Platinen werden verbaut in Bautnicht, in Whirlpool und ich glaube in günstigen Bosch- oder Siemens-Maschinen. Ja, und diese Steuerplatine soll um die 200 Euro kosten. Das bedeutet für jeden Endverbraucher, wir schmeißen das Ding hier weg. Es ist nicht wieder instand zu setzen und letztendlich bauteilmäßig stecken jetzt hier, ich glaube, ungefähr für 10 Euro Bauteile drin und Arbeitsaufwand circa eine Viertelstunde mit Heraussuchen des Fehlers, sagen wir mal circa eine halbe Stunde. Also kostet so eine Reparatur um die 30 bis 40 Euro. Und ich denke, da muss man noch keine Maschine wegschmeißen, die man gerade 3 Jahre alt ist.